Heißer Deal. Ich will unbedingt meinen Traumkörper haben, aber weißt du, was mir fehlt? Alles, was mir fehlt, ist der perfekte Ernährungsplan. Kannst du mir nicht mal so einen perfekten Plan sagen, wie ich optimal meinen Traumkörper erreiche? Hey, na klar kann ich dir den perfekten Plan geben. Morgens, mittags und abends 300 Gramm Gemüse. Morgens, mittags und abends 200 Gramm entweder Fisch, Fleisch oder Eier. Alles klar, ciao. Hä? Zettel? War das alles jetzt? So, meine Freunde, euer Coach hier. Cecil? Ich brauche einen perfekten Ernährungsplan. Ich brauche einen perfekten Ernährungsplan. Der Ernährungsplan, der Ernährungsplan. Der Ernährungsplan. Das ist das Einzige, was ich brauche, um einen perfekten Körper zu haben. Was meint ihr, wie viel Prozent der Kopf ausmacht bei dem Ziel, einen Traumkörper zu haben, und wie viel Prozent die Technik? Kann es vielleicht sein, dass 80% eures Erfolges bezüglich einer Traumfigur mental ist und nur 20% auf die Technik ankommt? Kann das vielleicht sein? Ich mache mal ein paar Beispiele. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Wissen Macht ist. Also Wissen, wenn ich was weiß, dann setze ich das um und dann, ja, werde ich natürlich Erfolge haben. Gehen wir mal davon aus. Also wenn das wirklich so wäre, wäre es dann logisch, dass Menschen rauchen? Wir wissen, es kostet Geld. Man kann, wenn man jeden Tag eine Schachtel Zigaretten raucht, kann man dafür einmal im Jahr auf die Seychellen fahren. So viel Geld kostet das. Man stinkt, die Klamotten stinken, man hat ein tausendfach höheres Risiko, Krebs zu bekommen. Man steht irgendwo in der Kälte, weil man draußen irgendwie eine Zigarette rauchen muss. Ja, also fast alle Menschen, die rauchen, haben ja schon mehrmals, die meisten mehrmals in ihrem Leben versucht aufzuhören, weil es einfach nicht logisch ist. Also, wenn ich jetzt Wissen vermittle, zum Beispiel, hey, Rauchen ist ungesund, dann denken die Leute natürlich, ey, du Suppenkasper, war das jetzt dein toller Tipp, dass Rauchen ungesund ist? Ja, das weiß ich. Ja, aber trotzdem rauchen sehr viele Menschen. Trotzdem, obwohl es stinkt, Geld kostet, einen krank macht und so weiter und so fort. Trotzdem rauchen viele Menschen. Ist es logisch? Nein, es ist nicht logisch. Bringt den Leuten Wissen was? Bringt es denen was? Nein, es bringt ihnen nichts. Sogar auf der Zigarettenschachtel steht, Rauchen kann tödlich sein. Da sind dann schon Fotos heutzutage, wie die Lungenkrebs haben und aufgeschnitten und so. Hast nicht gesehen. Trotzdem, also jeder weiß es. Trotzdem rauchen viele Menschen. Ist ja nicht logisch, oder? Eine andere Sache, ich mache mal ganz gerne das Beispiel mit dem Basketball, weil ich halt mal Basketball gespielt habe. Okay, wenn ich jetzt zum ersten Training, ich gebe euch jetzt einen Basketball in die Hand, okay? Und ich sage euch, der Wurf muss so aussehen, Ellbogen hier, Handgelenk so, andere Hand so und dann müsst ihr hier das Handgelenk abklappen. Wenn ich euch das jetzt erkläre, okay, dann habt ihr es verstanden. Ihr habt es verstanden, okay? Dann gebe ich euch den Ball in die Hand und ihr werdet wahrscheinlich so werfen. Und dann sage ich, hey, hör mal zu, ich habe dir doch gezeigt, Hand hier, Ellbogen unter den Arm, andere Hand hier und dann wirfst du mit dem Handgelenk. Und ihr nehmt den Ball wieder in die Hand und sagt, ja, ich hab's verstanden. Und dann werft ihr wahrscheinlich wieder so. Weil, warum? Wieso ist es so? Weil wir brauchen einfach eine längere Zeit, um das zu checken. Also nur das Wissen alleine bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Es bringt nichts. Ob ich sie erzählt habe oder nicht. Also wir brauchen wirklich die Zeit, das immer wieder zu machen, um es zu verstehen. Okay, Cecil, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber, ja, was bringt mir das denn jetzt? Also wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Also ich verstehe irgendwie nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Okay, ich erkläre dir, was du machen sollst. Es ist ja ganz einfach. Ich persönlich, habe wirklich fast jeden Tag auch Lust, Kuchen zu essen und Pizza zu essen. Und ich würde auch ganz gerne jeden Tag Schokolade und Nougat essen. Ich habe da echt Lust drauf. Das Problem ist nur, diese Lust auf den kurzzeitigen Kick ist für mich nicht wichtiger als das langfristige Ziel, was ich habe, einen schönen Körper zu haben und gesund zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den nächsten Sommerurlaub denke und ich denke, okay, ich möchte da mit einer richtig guten Figur langlaufen, dann fühle ich mich gut, dann habe ich einfach ein gutes Gefühl. So, und dieses Gefühl, gesund zu leben und einen ansprechenden Körper zu haben und nicht irgendwie übergewichtig zu sein oder so, ist für mich wichtiger, das ist übergeordnet, das ist für mich persönlich wichtiger, als den kurzzeitigen Kick zu haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nie Schokolade esse, natürlich nicht. Also ich habe auch meine Cheat Days oder ich habe auch mal am Tag, dass ich einen guten Tag habe
aber dann, keine Ahnung, mir 2 Kinderriegel reinziehe. Wo ist das Problem? Das wird nicht den Unterschied ausmachen. Also ihr werdet durch mal 2 Kinderriegel am Tag, wenn ihr die anderen 95% euch gut ernährt, werdet ihr nicht übergewichtig oder keine Ahnung. Deswegen braucht ihr da keine Angst haben. Aber was ist jetzt entscheidend, um wirklich langfristig einen gewissen Plan auch durchzuhalten? Also erstmal das Wichtigste ist, wie ich schon gesagt habe, ihr müsst das Ziel sehen. Ihr müsst das Ziel sehen. Für mich ist mein Ziel, ich will gesund leben und ich will einen guten Körper haben. So, Punkt. Das ist nun mal so. Nennt es Narzissmus oder wie auch immer, aber wenn ich in den Spiegel gucke und sehe, okay, ich bin jetzt gerade in einer guten Form, dann fühle ich mich einfach gut. Und ein gutes Gefühl den ganzen Tag über zu haben, ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist viel wichtiger, als wenn man den ganzen Tag unzufrieden ist und nur genervt rumläuft und so. Deswegen ist das übergeordnet für mich. Ihr müsst das Ziel kennen. Was ist genau euer Ziel? Und dann ist es entscheidend, das Wissen, was ich euch am Anfang des Videos kurz mal gesagt habe, das ist der Plan. Das ist der Plan. Wenn ihr euch so ernährt, dann werdet ihr abnehmen, ihr werdet einen schöneren Körper bekommen. Ganz einfach. Ihr könnt mit so einem Ernährungsplan, wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, könnt ihr nicht übergewichtig werden. Es funktioniert nicht. Das geht gar nicht. Und jetzt ist die entscheidende Herausforderung, das einfach nur zu machen. Also, wie beim Rauchen. Hey, Rauchen ist ungesund. Ja, toll. Kenne ich, weiß ich. Aber der Unterschied ist, dann aufzuhören. Punkt. Also wirklich einen Cut zu ziehen. Und das ist wie beim Basketball. Ich habe es ja gesagt, mit der Wurftechnik. Es muss immer wieder gemacht werden. Und wenn ihr einen Ernährungsplan habt und ja, der ist jetzt, sagen wir mal, gut, okay, natürlich, also die 20% Technik zählen auch mit rein. Also 80% ist hier oben, aber wenn ihr 80% hier oben gut seid und auf eurem Ernährungsplan steht aber morgens Pizza, mittags Pizza, abends Pizza und jeweils 1 Kilo, ja, dann könnt ihr vom Kopf her natürlich super sein und trotzdem werdet ihr keinen Erfolg haben. Deswegen ist natürlich mental 80%, aber der richtige Plan ist natürlich auch 20%, weil das ist die Technik. Aber die Technik, wie gesagt, entscheidet nicht über Sieg oder Niederlage, sondern der Kopf. Also ihr habt praktisch einen Plan und den macht ihr immer wieder und immer wieder. Also ihr ernährt euch einfach wirklich am Anfang mindestens 3 Monate lang nach dem Plan. Okay, wenn ihr mal einen Cheat Day habt, einmal die Woche oder so, oder wenn ihr mal einen Junk habt und 2 Kinderriegel isst, ja, dann werdet ihr trotzdem Erfolg haben. Aber das macht ihr erstmal 3 Monate, damit ihr erstmal, ja, damit ihr erstmal versteht, dass ihr in den Rhythmus reinkommt und dass das eine Gewohnheit für euch wird. Also, wann fängst du an mit dem Ernährungsplan? Okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Also, hört sich echt sinnvoll an, was du sagst. Also, ja, dann muss ich das mal so 3 Monate komplett durchziehen und dann gewöhne ich mich dran. Alles klar, heute haben wir Donnerstag. Ja, mit Einkaufen und so, ich würde dann nächsten Montag anfangen. Falsch. Fangt heute an. Immer dieses, oh, ich fange nächste Woche an. Oh ja, ich will mich gut ernähren, aber in 2 Tagen ist noch ein Geburtstag. Oh ja, dann ist noch das und da muss ich dann... Nein, ihr werdet so nicht zum Ziel kommen. Ihr müsst irgendwann einen Punkt haben, so, ich höre auf. Ab jetzt höre ich auf. Irgendwann sagt der Arzt, hey, Sie haben Lungenkrebs, Sie müssen aufhören zu rauchen. Und die Leute hören auch von jetzt auf gleich auf zu rauchen. So, ihr müsst einen Cut machen und ihr müsst sofort loslegen. Nicht nächste Woche, nicht nach dem nächsten Geburtstag. Macht das weg aus dem Kopf. Fangt jetzt an, fangt, wenn ihr was ändern wollt, wann könnt ihr das ändern? Ihr könnt es nur jetzt ändern. So, fangt jetzt an und wenn ihr in 5 Tagen Geburtstag habt, ja, dann macht ihr das da halt ganz normal einen Cheat Day und dann macht ihr danach weiter, aber fangt jetzt an. So, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich immer weiter kommentieren. Ich habe das Video aufgrund einer Frage gemacht. Schreibt mir mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Und natürlich, Moment, einmal... Abonnieren, Snapchat, Instagram, Facebook, folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Themen. Snapchat, was ich esse so am Tag, Instagram, ein paar Fotos, Facebook, viele Workouts und so. Folgt mir überall. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, hier einmal den Abonnier-Button zu drücken, weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn ich neue Videos habe. Und das wäre schrecklich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen bei meiner kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com. 7 Tage lang, ihr bekommt jeden Tag ein neues Video und keine Angst, kein Abo danach, sondern ist einfach vorbei danach. Also 7 Tage, jeden Tag ein neues Video. Ich glaube, das war's. Bis bald, euer Coach Cecil.